will die Arrestzelle erst verlassen, wenn er seinen Wanderstab und seinen Mondstein hat. Er besteht auch darauf, dass wir Ayers Rock von allen Bergmännern befreien. Nur dann seien die Traumzeitgeister besänftigt und der Guru könne seine Mächte nutzen. Fly muss ihn beeindruckt haben. Denn er will Murray und mich einzeln treffen und unsere spirituelle Mitte erkunden. Ich habe in einer der Höhlen einen Durchgang entdeckt, durch den wir leichter zum Guru gelangen. Er berichtete, dass die Bergmänner törichterweise die Maske der dunklen Erde freigelegt hätten. Er sollte dieses Ding wohl hüten. Und jetzt, wo es freigelegt wurde, würden schlimme Dinge folgen. Klingt für mich nach Humbug, aber wir haben schon einige unerklärliche Phänomene erlebt. Daher will ich sicherstellen, dass es unsere Operation nicht gefährdet. Ja, meine Damen und Herren, hier haben wir den Oberbösewicht aus dieser Episode von Sly. Es ist die Maske. Die Maske ist quasi der Bösewicht in dieser Episode. Es ist ein bisschen, weiß ich nicht, es ist eine Ausnahme, ja? Sonst hat man eigentlich durchgehend immer einen Bösewicht. Meine ich zumindest, dass es ab jetzt so bleibt für Sly 3. Aber ich weiß nicht. Ach, Moment, bevor wir... Ich kann nur mit Sly und mit Murray rausgehen, sehe ich gerade. Aber ich weiß nicht so ganz, ob ich da hundertprozentig Fan von bin, weil Sly lebt irgendwie auch ein bisschen von seinen Bösewichten. Und es ist ein bisschen schade, dass, wir haben noch nicht genug, dass, ja, der Bösewicht oder eines der stärksten Elemente von Sly in dieser Episode einfach weggenommen wird. Weswegen ich sie jetzt auch nicht unbedingt als eine der stärksten Episoden bezeichnen würde. Also, wen es übrigens interessiert, der Grievous hat mir gerade eben noch geschrieben, was in seiner Lootbox alles drin war. Bastelsachen zum Ausschneiden, 4 Game of Thrones Figuren, 3 IT Figuren, Aufkleber mit Protonenwitzen geladen und so. Okay. Ein Kartenspiel und ein Call of Cthulhu Shirt, wo Cthulhu auf dem Handy anruft. Okay. Also, da muss ich auch... Also, ich bin ja nicht immer einer Meinung mit dem Grievous und er fand auch schon viele Lootboxen voll kacke, die ich ziemlich cool fand. Also, ich habe die Lootbox ja schon länger nicht mehr abonniert. Habe ich, glaube ich, auch schon im letzten Let's Play erzählt. Aber... Bei der Lootbox muss ich wirklich jetzt gerade mal zustimmen, dass das nicht die geilste ist. Also, da hätte mich, glaube ich, selbst auch nichts von interessiert. Nice. Das macht auf jeden Fall den Murray ein wenig spielenswerter. Das ist jetzt schon fies, aber... What? Sam, what? Ich hab ihn in ein... Ach ja, da war ja was. Das sind ja die großen Taschenwachenlappen. Komm her, du. Raus mit deinem Kram. Also, damit wir uns nicht falsch verstehen, hier diese Methode ist natürlich immer noch effektiver als die von Bentley. Also, ich bin kein Fan von der Methode von Murray, Leute auszurauben. Aber es ist immer noch effektiver. Ach komm. Okay. Huch! Ich weiß, du bist nervös, deinen Lehrer wiederzusehen. Aber er will, dass du und ich ihm einzeln einen Besuch abstatten. Gäbe es den Guru nicht, wäre ich nicht der Murray, der ich heute bin. Ich weiß nur nicht, ob er mit meinen Fortschritten als Mystiker zufrieden ist. Was redest du da? Du hattest doch in Venedig mit der Aborigine-Kugelgestalt großen Erfolg. Er wird stolz auf dich sein. Kann sein, aber ich habe die Beherrschung verloren und mit Octavio gekämpft. Um mir zu helfen. Ich bin sicher, es wird den Guru freuen, dass Freunde zusammenhalten. Geh in diese Höhle. Sie führt direkt zu ihm. Okay, Bentley. Höhlen ahoi. Also wenn der Guru für sowas kein Verständnis hat, dann ist er auf jeden Fall empathielos. Das will ich an dieser Stelle mal gerade gesagt haben.
komm, rück raus, den Kram. Aha, sogar ein goldener Ring. Vielen Dank, mein Freund, vielen Dank. Und jetzt verpiss dich. So. Murray, wirf diese Stalagmiten mit Steinen kaputt. Oder du kannst doch einfach die Wachen nehmen. Was stehen die eigentlich hier so rum? Die Höhle, ich erinnere mich noch an diese Höhle. Ja, also da die Oberwelt von Australien ja nicht ganz so viel bietet, haben sie immer in diese kleine schöne Jump'n'Run-Passage hier eingebaut. Diese fantastische Höhle. Und ich mag sie. Konnte man eigentlich mit Sachen in der Hand... Ah ja, man konnte sogar mit Sachen in der Hand springen, aber nur ein Einmalsprung. Okay. Na? Komm her, mein Freund. Und diese Höhle, ich mag sie. Also, ich bin eigentlich überhaupt kein großer Fan von Höhlengebieten. Generell sind Höhlengebiete in den meisten Spielen ja eher was Langweiliges. Aber hier die Höhle ist echt schön mit den ganzen Zeichnungen am Rand und so. Es ist ungefähr so wie die Höhle bei Schlacht im Bikini Bottom. In der Goo Lagoon, da gibt es ja auch eine Höhle. Die ist auch fantastisch. Warum habt ihr alle nichts zum Klauen dabei? Außer ein paar Münzchen. Nutzlos seid ihr. Nutzlos. Gottverdammt. Und ja, auf jeden Fall heute war ich in dem großen Haus und habe da die Mietwohnung restauriert für den Mieter. Ach. Laut Wasserflussdiagramm der Mine scheint die Tür da vorn versperrt zu sein. Dann schlage ich sie ein. Wozu hat man Fäuste, wenn man damit eine Türen einschlägt? Sie ist zu dick, selbst für dich. Nein, dazu müssen wir einen Überdruck in diesem Kolben erzeugen. Soll ich mal draufhauen? Das könnte ich. Hüpfe in deiner Aborigine-Kugelgestalt auf den Kolben und hau ihn runter. Wenn der Hydraulikdruck hoch genug ist, geht die Tür bestimmt auf. Vorsicht, Kolben! Gleich kriegst du was auf den Deckel! Haha! Und wir haben da in der letzten Zeit schon eine Menge Laminat verlegt. Und heute... Es kommt mir so vor, als ob ich das schon erzählt hätte. Es kommt mir wirklich so vor, als ob ich das schon erzählt hätte. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Heute haben wir auf jeden Fall, das habe ich noch nicht erzählt. Wir haben letztens die alte Gartenhütte abgerissen. Und... warte mal, habe ich was? Ich habe nicht zugehört. Ich habe eigentlich gedacht, ich müsste da jetzt einen Splash drauf machen, aber... Offensichtlich nein. Ah, okay, Moment. Ah, ja. Das war's. Und, ja, wir haben die alte Gartenhütte abgerissen und statt einer neuen Gartenhütte... Nein, du bleibst unten, ey. Ja! Nimm das, du Kolben-Mistkerl! Komm schon wieder hoch? Ah, ja. Und statt einer neuen Gartenhütte haben wir ganz einfach... die, ein paar alte Waschbetonplatten, die auch noch da rumlagen, einfach da hingelegt auf das Fundament der alten Hütte. Und das ist jetzt quasi wie eine Art Terrasse. Das reicht vollkommen, weil keiner von den Mietern braucht noch eine wirkliche Gartenhütte, weil es eh schon genug Stellen gibt, um irgendwas unterzustellen. Generell, dass das Haus eben Garten hat, ist ja schon ein Ding, den jeder Mieter übrigens mitbenutzen darf. Und ja, wir haben einfach eine kleine Terrasse gebaut. Noch eine versperrte Tür. Um die zu öffnen, musst du alle drei Kolben gleichzeitig überlasten. Okay. Ah.
Ah, da müssen wir, glaube ich, immer den hier machen, ja. Hey, 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 hey. Fantastisch. Okay, komm. Einer. Zwei. Drei. Nein. Ah, okay. Geschafft! Drei gegen einen. Und ich hab's euch Kolben-Heinis gezeigt. Redet der gerade mit den Kolben? Oh, und da sehen wir sie. Oder ihn, oder was auch immer es ist. Aber der Oberbösewicht. Oh, ist der riesig. Liegt bestimmt an dieser Maske der dunklen Erde, vor der uns der Guru gewarnt hat. Seltsam. Sie scheint ihren Träger größer zu machen. Aggressiver bestimmt auch. Den krall ich mir. Ich lass mich auf meinem Weg zum Guru doch nicht von einem großen Spinner mit Maske aufhalten. Selbst wenn du gewinnst, kommst du nicht weiter, weil die Tür elektrisch verriegelt ist. Der ganze Bereich hängt am gleichen Stromkreis, sogar der Bohrer. Dann werfe ich diesen Clown in die Bohrer. Das könnte den Stromkreis brechen. Versuch's. Yes. It's time, my friend. Aber erstmal, was hast du dabei? Ehrlich, so ein in Klammern Elite-Gegner und dann nur ein bronzener Federhalter. Das bringt was. Oh. Oh. Wie bringe ich ihn denn jetzt zum, Ach, man kann ihn so hochnehmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Ingame-Sound gerade ziemlich laut ist. Fragt mich nicht, woher ich das jetzt vermute, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ah, oh, komm her, du. Weg mit dir. Die Maske läuft. Meine kann das nicht. Faszinierend. Geh weiter zum Guru. Er hat ein paar Antworten. Die Tür müsste jetzt auf sein, wo der Stromkreis gestört ist. Auf geht's. Guru, ich komme. Geh auf! Haha. Ich bin zurück, Meister. Das schwarze Wasser fließt nun klar. Ich würde gern... Ich will fragen... Oh Mann! Habe ich Hochhager? Ja! Ich will zurück zu meinen Freunden. Und, wir hatten gehofft, du kämst auch mit. Bobbidi? Es würde dir gefallen. Wir haben echt viel Spaß. Hat er Joba? Hat er Finting? Hat er ja. Bergleute, Tragschrauber, die Maske der dunklen Erde. Ja, das ist nicht ohne. Doch wir helfen dir, versprochen. Udaha. Danke, Guru. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Yeah. Okay. Okay, direkt noch eine Mission für Mary. Ja, komm, dann machen wir das doch. Machen wir auch direkt die nächste Mission für Mary. Sie ist da vorne. Mal gespannt, was uns da erwartet. Das Problem ist ja, ich könnte eventuell über die Kugel gestalten, aber nee. Hat er was dabei? Nee, natürlich hat er nichts dabei. Was ist denn los? Verdienen die hier nichts oder was? Ich dachte, die schürfen auf illegaler Weise Gold. Da muss man doch Geld verdienen oder zumindest Gold verdienen. Tja, beschiss, ey. So. Murray, fahren wir zu Ayers Rock und verscheuchen diese Bergbaudingos. Dein Guru will den Fels befreien. Spitze! Das ist der größte Laster, den ich je fahren durfte. Mit dem Baby könnte ich ganze Häuser platt machen.
sie klauen einfach einen Laster. Keiner merkt's. Finde ich gut. Okay, jetzt kommt wieder eine von diesen interessanten Missionen. Oh ja. Oh shit. Vom Ayers Rock vertreiben. Aber damit mein Plan funktioniert, müssen wir diesen Bohrer tiefer in die Erde treiben. Okay, Bentley, ich bin ganz Ohr. Auch wenn ich's wohl mit ein paar Wachen aufnehmen muss, um an die Bohrsteuerung zu gelangen. Schalt die Wachen aus und starte den Bohrer. Dann beginnt Murray mit Phase 2. Yes, lass mich mal gerade gucken. Ja, an sich habe ich eigentlich nur die... Oh, oh! Es ist schon wieder passiert. Seht ihr? Jedes Mal diese Attacke ist der Teufel. Hopp. Ich war auch schon mal besser darin, mit Slide zu kämpfen. Dabei ist mit Slide zu kämpfen eigentlich gar nicht so schwer. Gut gemacht, Slide. Die Schallwellen des Bohrers. Skorpione in der Gegend nach oben treiben. Wenn wir ein paar rote Soldatenskorpione fangen und in den Ayers Rock stecken, kommen die Bergmänner bestimmt raus. Klingt nach einem Job für den Murray. Eine Frage noch. Wie fängt man Skorpione mit einem Laster? Das Fahrzeug hat eine super starke Handbremse, die beim Fahren einen Vorwärtssalto verursacht. Im richtigen Moment kannst du so einen Skorpion in den Netzen auf der Ladefläche des Lasters fangen. Alles klar, Bentley. Her mit den Skorpionen. Nicht so schnell. Die Reifen des Lasters erhitzen ziemlich schnell im heißen Sand. Und du musst sie abkühlen, indem du ins Wasser oder über die Skorpione fährst. Das zeigt ihr ihm jetzt, ne? Anzeige, damit sie nicht schmelzen. Und denk dran, wir brauchen nur die roten Soldatenskorpione. Die blauen Arbeiterskorpione nützen uns nichts. Der Laster lässt sich ganz einfach steuern. Halte die X-Taste, um vorwärts, die Viereck-Taste, um rückwärts zu fahren. Wenn du schnell genug bist, kannst du mit der R. Du musst diese roten Skorpione fangen, Murray. Drücke die R1-Taste, wenn du genug Tempo hast. R1. Super. Scheinbar krabbeln noch mehr an die Oberfläche. Okay, my dudes. I hope you're ready for this. Hab dich. Hui. Okay, ich glaube, das Minispiel ist nicht so schlimm. Oh Gott. Es hat gerade kurz geleckt. Ich hoffe nicht bei euch auch. Und los geht's. So, erstmal abkühlen hier. Wir haben ja eigentlich sonst keinen Zeitdruck, oder? Nö. Wenn ich das richtig sehe. Ah, verdammt. Wow. Warum kann so ein Fahrzeug nicht wirklich existieren? Das wäre so lustig, mit so einem Fahrzeug zu fahren. Jetzt mal for real. Fünf rote hast du. Weiter. Yes. Und dich noch. Kommt her. Verdammt. Hat so mehr oder weniger funktioniert jetzt. Da ist einer. Okay. Ja, ich sag mal so. Dadurch, dass wir keinen Zeitdruck haben. Die Sensoren zeigen weniger Bewegungen im Erdreich an. Wir müssen also tiefer bohren, um die Skorpione rauszulocken. Sly, du musst auf die Spitze des Bohrturms klettern und das Tiefenkontrollsystem lahmlegen. Okay, Bentley, ich bin unterwegs. Okay. Ich weiß, was zu tun ist. Alter, guckt euch einfach mal an, wie riesig diese Skorpione sind. Also, so gesehen, das ist schon ziemlich scary. Aber, ja. Ui. Okay. Ah, nein. Ach, come on. Ehrlich jetzt? Ja, komm schon. Na gut.
Halt nochmal. Dann könnt ihr euch so lange noch die Skorpione im Hintergrund angucken. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt aber. Ist doch doof, oder? Okay, jetzt. Nein, wieder nicht! Das gibt es doch nicht! Immer bei dem obersten Ding, ey. Was ist das denn? Gibt es da einen Grund für diesen Schabernack? So, jetzt aber nochmal hier. Gibt es doch nicht hier. Lass mich jetzt mal hier mein Ding machen. Ah. Okay. Okay, okay, okay. Oh, jetzt. So, jetzt muss ich hier drauf, oder? Yes. Okay. Okay, okay, okay. Es funktioniert. Moment. Das Wasser im Turm fließt ab. Murray, von jetzt an kannst du deine Reifen nur noch kühlen, indem du Skorpione zerquetscht. Ich hab den Bogen voll raus!